In diesem Video wollen wir einmal über die zentrale Zuluftaufbereitung im Zentralgang bzw. in einem zentralen Zuluftkanal in einem Kammstall berichten. Eine optimale Regelung der Zuluft und ausreichende Querschnitte in einem Kammstall bedeuten automatisch geringere Energiekosten und eine bessere Luftqualität für die Schweine. Vier unterschiedliche Luftmassen bestimmen hier das Geschehen in einem Kammstall mit unterschiedlichem Tiergewicht. Vorgewärmte Luft im Zentralgang, Dachraumluft im Zentralgang, Außenluft zentral und die Außenluft des Abteils. Beginnen wir mit der vorgewärmten Luft. Das erfolgt in der Regel über einen Wärmetauscher oder über eine alternative Heizquelle. Dazu kommt die Ergänzung mit Dachraumluft, falls die Wärmetauscherluft alleine nicht mehr ausreicht. Bei weiter steigenden Temperaturen wird die Dachraumluft und die Tauscherluft zurückgefahren und Außenluft wird direkt in den Zentralgang über Außenklappen zugeführt. Je nach Alter bzw. Gewicht der Tiere werden dann abteilspezifische Außenklappen geöffnet bzw. am Abend auch geschlossen. Je nach Alter der Tiere werden abteilspezifische Außenklappen geöffnet oder geschlossen. Beginnen wir mit den ersten beiden Luftmassen. Vorgewärmte Luft aus dem Wärmetauscher und Dachraumklappen. Wie wird das Ganze installiert? Wie wird es umgesetzt? Wie sieht es in der Praxis aus? Beginnen wir mit dem Lufteintritt im oberen Bereich des Daches durch den Wärmetauscher. Der grüne Kanal zeigt die Rückführung unterhalb des Daches. Wieder zurück am Abluftkanal vorbei, durch die Binder, durch den Abluftkanal. Der Eintritt erfolgt an dieser Stelle. Runter in den Zentralgang. Das Ganze drehen wir jetzt etwas, gucken uns das von unten an und können dann hier sehen, im unteren Bereich, wir gucken quasi von unten unter die Decke des Zentralgangs, wiederum den grünen Eintritt vom Wärmetauscher und links und rechts die Dachraumklappen, die für eine Beimischung der Luft aus dem Dachraum sorgen. Darunter das UFO, was wir jetzt eingekreist sehen, was für eine Luftvermischung der Dachraumluft und der Tauscherluft sorgt. Hier sehen wir die Montage der Dachraumklappen und hinten die Öffnung für den Wärmetauscher. Hier sehen wir das fertige Produkt, das UFO unterhalb der Dachraumklappen und dem Wärmetauscher. Kommen wir nun zu den zentralen Außenklappen. Hierüber wird der Zentralgang im Sommer mit Frischluft versorgt und Dachraumklappen und Wärmetauscher werden verschlossen. Einige Beispiele von zentralen Außenklappen. Entsprechend dem Alter der Tiere erfolgt die Regelung der einzelnen Abteile mit Abteil Außenklappen.